Hallo ihr Lieben und frohe Weihnachten. Ich möchte gerne an der Challenge Weihnachtsdorf teilnehmen von der Biene, von der Facebook-Gruppe Bastelspaß mit Biene. Ich glaube, ich muss das hochladen unter dem Hashtag BarspaBiWei, also Bastelspaß mit Biene Weihnachten. Und hier ist schon mein Beitrag. Ihr seht, das leuchtet. Ich mache gleich das Licht aus und das große Licht an, damit wir uns das besser anschauen können. Ich zeige es euch mal von der Rückseite, damit ihr so ein bisschen seht, wie ich das zusammengebaut habe. So, ich mache mal Licht an. So, und zwar habe ich aus Graupappe so ein Häuschen zusammengebaut. Das hier musste ich machen, um es ein bisschen zu stabilisieren. Sonst war das sehr instabil. Jetzt ist es aber sehr stabil und man kann es wirklich auch hinstellen. Hier hinten habe ich die Batterien versteckt. Die sieht man ja vorne nicht. So. Und es sollte in dem Gebastelten vorkommen, oder diese Dinge sollten verbastelt werden. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Tannenbäume, die habe ich hier auf dem Transparentpapier. Und mindestens 3 Häuser, die habe ich hier unten. Und das Ganze ist ja auch ein Haus. Schnee habe ich hier unten auch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich habe hier unten so eine Schneelandschaft aus Glitzerpapier gemacht. Und ich habe auf dem Dach, ja, so seht ihr das, Strukturpaste drauf gemacht. Das ist auch diese hier, die ist echt toll. So sieht das so ein bisschen aus, als wäre da Schnee drauf. Irgendwie bin ich zu nah, Moment. Ja, ich kriege die Kamera jetzt nicht so weit weg. Aber hier ist so ein Stück vom Dach. Und irgendwie sieht das halt so aus, als wäre da Schnee drauf, finde ich. Mit der Strukturpaste, das ist schon ganz cool. Dann habe ich, es kamen ja noch ein paar andere, so Schnee waren wir, dann Weihnachtsmann, Geschenke, die Beleuchtung habt ihr schon gesehen. Und der Weihnachtsmann und die Geschenke, die sind hier unten. Da unten ist der Weihnachtsmann. Der fokussiert nicht richtig. So unscharf. Auf jeden Fall ist hier unten der Weihnachtsmann und da sind auch die Geschenke und da ist auch dieser kleine Schneemann, der auch noch ein Geschenk in der Hand hält. Den finde ich total niedlich. Aber leider stellt er nicht. Ja, man erkennt es jetzt leider nicht so gut. Und ich wackel wieder rum, es tut mir leid. Ja, also ich habe hier... mich nervt ein bisschen das Batteriefach, weil das immer rausrutscht. Ich hatte das mit Klebeband fixiert, aber im Liegen rutscht es dann wieder raus. Also ich habe hier so ein Häuschen gebaut aus Graupappe. Dann habe ich das Ganze angemalt mit Gesso. Leider habe ich kein gutes Gesso hier. Ich habe nur das Gesso hier. Also ich muss mir mal vernünftiges Weißes kaufen. Schwarzes habe ich jetzt vernünftiges, aber Weißes leider nicht. Da muss ich mir noch was Besseres zulegen, weil das hat mich echt genervt. Das ist so dickflüssig und ließ sich so schlecht verteilen. Deckend war es überhaupt nicht. Ja. Aber es hat gereicht. Dann habe ich mit diesem hier, mit diesem Darkwood Glamour Gel, das Dach von innen und auch das ganze Häuschen angemalt. Außer unten drunter. Da war es mir dann egal. So. Seht ihr, wie das schimmert? Entschuldigung fürs Wackeln. Ich stoße mit dem ganzen Haus immer überall an. So. Ich bin irgendwie zu nah unten. Ich kriege die Kamera aber jetzt auch nicht höher. Ja, ich glaube, ihr seht das. Auch hier im Dach. Hier auch. Ja, finde ich mega schön, diese Glamour-Gele. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen arschkitschig. Aber gut, Weihnachten darf es auch mal kitschiger sein. Ja, das ist quasi mein Beitrag zur
Bastel Spaß mit Biene Weihnachten, Weihnachtsdorf-Challenge. Ich bin gespannt, also ich habe, glaube ich, alles erfüllt. Ich bin gespannt, was ihr alle sagt. Ich hoffe, der Biene gefällt es, auch wenn es ein bisschen arschkitschig ist. Aber ja, ich mache jetzt einfach mal nochmal die Lichterkette an. Also das stelle ich so ins Wohnzimmer. Es leuchtet schön. Und ja, hat auch gut geklappt, so ein Häuschen. Ich glaube, ich werde mit Graupappe auch mal andere Sachen versuchen. Ach so, und ich habe diesen Kleber zum ersten Mal benutzt. Das könnte ich ja auch mal sagen. Der ist nämlich auch von Biene. Und habe das Dach hier erstmal mit dem Kleber so ein bisschen angeklebt. Ich habe alle Papiere damit aufgeklebt, weil hier das Papier klebt ja wirklich nur auf so dünnen Pappstreifen. Das hat aber super gehalten, weil ich wollte das eigentlich irgendwann austauschen, weil ich fand das irgendwann zu bunt. Habe es aber überhaupt nicht mehr abgekriegt. Das war mit diesem Kleber. Und dann habe ich alles, was hier Ecken hat, nochmal mit Nassklebeband fixiert. Und Nassklebeband, damit arbeite ich total gerne. Damit arbeite ich auch gerne in den Alben. Und das gibt es ja mittlerweile auch bei Biene im Shop. Also wer es noch nicht hat, es lohnt sich wirklich. Es sind große Rollen, man kann wirklich richtig viel damit machen. Und ich möchte es nicht mehr missen. So, das wollte ich noch erwähnen. Den habe ich jetzt endlich mal ausprobiert. Klebt super. Und ja, dann sage ich mal, ciao ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich bin gespannt, was Biene sagt. Aber ich glaube, der wird das sowieso zu kitschig sein. Aber ich glaube, das wird einigen zu kitschig sein. Aber manchmal muss es auch mal kitschig sein. Und Weihnachten, finde ich, geht kitsch auch. Also, ciao ihr Lieben, habt noch einen schönen Tag.